Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen ein Fullface MAC Cosmetics schminken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Einige dieser Produkte bekommt ihr bei Lookfantastic, wo ihr mit Claudi Welt immer den maximalen Rabatt rausholen könnt. Ihr bekommt aber auch die Produkte immer bei Beauty Bay, bei Douglas und so weiter. Ich setze euch die Links dazu mal in die Infobox, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da setze ich euch das dann rein, so da, wo es verfügbar ist. Ich muss gucken, ja, ich glaube, der Ausschnitt ist ganz gut hier gewählt, denn ich habe eben ein paar Stühle hochgetragen und habe direkt natürlich, weil Weiß und ich sind einfach nicht so die besten Freunde, dieses Shirt einfach mal so ein bisschen dreckig gekriegt. Läuft bei mir. Okay, gut, ja, und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich habe zwei Bücher auf dem Markt jetzt gerade aktuell rausgebracht. Also schaut gerne mal im Pelletier Verlag. Link ist in der Infobox und ich verlinke euch eben auch gerne mal meinen Livestream, wo ich das Buch vorgestellt habe. Ich starte jetzt einfach mal mein Fullface mit der MAC Waterweight SPF 30 Foundation. Ich habe die Farbe NC15, was nicht unbedingt meine Farbe ist. Eine sehr, sehr leichte Formulierung. Also perfekt geeignet eigentlich so für mich persönlich für den Sommer. Aber dadurch, dass sie halt auch eine relativ leichte Deckkraft hat, kommen die Rötungen noch sehr, sehr gut sichtbar durch. Also es ist halt eher ein Skin Tint, falls man das gerne mag, ist man hiermit ganz gut unterwegs. Man sieht wirklich eine super leichte Deckkraft. Dafür lässt es sich halt wirklich gut verteilen. Ne? Also passt sich sehr, sehr gut an. Man hat diesen Glanz, diesen Glow, diese Frische nach wie vor. Und ja, also eine schöne Sache für mich, wie gesagt, für den Sommer oder wenn meine Haut halt wirklich perfekt ist. Jetzt gerade brauche ich aber ein bisschen mehr Abdeckung. Und dafür habe ich zwei verschiedene Produkte, denn ich habe zwei Concealer von MAC. Das sind diese zwei. Ich denke, dass ich den hier unter den Augen verwende und den hier auf meinen Rötungen. Auch da habe ich NC15 gewählt, läuft bei mir. Pro Longwear Concealer und ja, das ist halt auch so ein ganz kleines Ding, wo man auch das Produkt rauspumpt. Und wie gesagt, den trage ich mir dann punktuell auf meinen Rötungen auf. Und der hat eine richtig krasse Deckkraft. Auf dieser Seite decke ich dann meine Rötungen mit diesem Produkt ab und packe mir das auch unter meine Augen. Verblende die Kanten quasi dann nochmal mit dem großen Bufferpinsel. Gefällt mir aus der Entfernung auf jeden Fall ziemlich gut, ne, weil das auch schön abgedeckt hat. Und hier passt die Farbe besser als gedacht. Ich meine, das sind Produkte, die ich auch schon länger in meiner Sammlung habe. Sonst hätte ich die wahrscheinlich auch schon längst rausgeschmissen, in Anführungsstrichen. Ich finde auch, dass der Concealer, wenn er rauskommt, heller aussieht als hier in diesem Packaging. Ne? Ist eigentlich ganz positiv. Und dann habe ich hier noch den 24 Hours MAC Studio Fix 24 Hours Smooth Wear Concealer. Den in der Farbe NC10. Hier bin ich zwar heller gegangen, aber habe mich trotzdem immer noch verwirren lassen, was NC und NW angeht. Oh ja, der ist wirklich sehr, sehr hell, ne? Ups. Also du hast auf jeden Fall eine höhere Deckkraft mit diesem Concealer. Und auch aus der Nähe betrachtet gefällt mir dieser Concealer auf jeden Fall um Längen besser, weil er viel besser auf der Haut sitzt. Dieser Concealer creased ein ganz kleines bisschen mehr, aber er gefällt mir insgesamt besser. Um meine Augenlider schon mal so ein bisschen ja, vorzubereiten, verwende ich jetzt hier so einen Klassiker MAC Paint Pot in der Farbe Painterly. Das ist einfach eigentlich ein Creme-Lidschatten von MAC. Aber es ist auch eine wundervolle Lidschattenbase. Und Painterly ist für mich eine sehr gute Farbe, weil der auch ein bisschen kühl ist. Habt ihr Produkte von MAC im Einsatz? Dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Denn ich finde, dass MAC immer mehr in Vergessenheit gerät und in den Hintergrund rückt, was ich sehr schade finde. Denn als ich mit YouTube angefangen habe und auch davor war MAC so das mega Gedönsen überhaupt. Wenn du was von MAC hattest, war das so Und mittlerweile ist es so, oh ja, MAC halt, ne? Das finde ich irgendwie schade, dass MAC so seinen Zauber verloren hat. Und ja, eigentlich hätten die verdient, ihren Zauber zurückzugewinnen. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass die Produkte nicht mehr so gut mithalten können. Man weiß es nicht. Werden wir jetzt ja auch ein bisschen sehen. Ich habe jetzt hier auch ein Produkt, was relativ neu ist. Das ist das Pro Set and Blur Weightless Loose Powder. Ich habe das in der Farbe Light. So schaut die Verpackung aus. Ist ein loses Puder. Und das werde ich jetzt einfach nur unter meinen Augen verwenden. Ich habe hier auch ein Puffelding mit dabei. Das werde ich natürlich verwenden. Wir haben hier so ein Netz. Da kann man dann das Puffelding eintunken. Gibt es in verschiedenen Farben. Ne? Ich glaube auch in transparent oder so, weiß ich gar nicht. Ich arbeite sowas erstmal ganz gerne in meine Handinnenfläche ein, damit ich nicht direkt zu viel Produkt aufbringe und gebe mir das dann erstmal so leicht unter meine Augen und auch dort, wo ich sonst so Concealer aufgetragen habe. Die Schätzeleins hier unten möchten eigentlich noch ein bisschen mehr Deckkraft bekommen.
Die leuchten ja im Dunkeln. Also Mr. Fred und seine Ausflugsfamilie sind aktuell mal wieder am Start. Die Hormone spielen ein wenig verrückt. Kann aber auch ein bisschen daran liegen, es ist Jahresende. Man gönnt sich vielleicht die ein oder andere Süßigkeit mehr. Und ja, mein Gesicht reagiert darauf. Ich glaube, das ist bei vielen jetzt aktuell auch der Fall. Und dann habe ich hier noch ein relatives Staple-Produkt. Und zwar in der Farbe Light Plus, das Mineralize Skin Finish Natural Powder. Das ist ein gepresstes Puder. Und ja, das möchte jetzt einfach auf mein Gesicht aufgetragen werden. Oder ein gebackenes Puder ist es vielmehr. Was ich bei diesem Puder eigentlich ganz schön finde, ist, dass es irgendwie auch gar nicht so super matt wirkt. Also ich persönlich finde, dass da der Glow der Haut noch durchscheint und dass das sehr, sehr freundlich zu meiner Haut ist. Denn ich bin ja auch nicht mehr 25 oder 24, sondern wie alt bin ich? 34, genau. Und ja, da braucht man dann halt, wenn man pudrige Texturen verwendet, halt auch eine Formulierung, die jetzt auch etwas hautfreundlicher ist und nicht jede einzelne Falte betont. Ne? Also, dass man halt auch einfach nach wie vor frisch aussehen kann. Und das macht dieses Puder eigentlich echt gut. So, dann wenden wir uns dem Bronzer zu. Da habe ich zwei verschiedene. Und ich habe ja zwei Gesichtshälften. Deswegen, ich glaube, das mache ich heute auch in vielerlei Hinsicht, dass ich so zwei unterschiedliche Sachen auch dann verwende, dass ihr dann auch entscheiden könnt, was euch optisch auch besser gefällt. Einmal habe ich hier das Bronzing Powder, so ein Klassiker, ne? Matt Bronze, ist, glaube ich, die Farbbezeichnung. Ja, schaut so aus. Auch dieses Verpackungsdesign von MAC ist halt immer sehr klassisch, sehr einheitlich. So schaut das aus. Das ist ein bisschen dunkler als das, was ich danach gleich haben werde. Hier ein Hardpen drin gehabt? Ich weiß nicht, ich habe hier auch so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Mit dem fluffigen Pinsel trage ich mir das jetzt hier auch einfach mal so ein bisschen auf, wo ich normalerweise Bronzer verwende. Lässt sich aufbauen. Sieht aber jetzt nicht so aus, als hätte ich mir hier ein Produkt, was, keine Ahnung, 30 Euro oder so kostet, aufgetragen. Jetzt möchte ich auf der anderen Seite einen Bronzer verwenden, der, glaube ich, auch relativ neu in meiner Sammlung oder generell war. Der Skin Finish Matt in der Farbe Light Rosy. Hat diese Verpackung, die auch wunderschön ist. Und ich meine mich zu erinnern, dass der doch relativ stark unterwegs war. Schaut so aus. Also der ist auch, glaube ich, recht warm. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ich kann mich nämlich auch gar nicht so ultimativ an ihn erinnern. Nee, der ist eben so sanft wie auch sein Freund hier auf der Seite. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, zu welchen Marken ihr euch noch so ein Fullface wünschen würdet. Ich habe ja schon ein paar hochgeladen und es werden auch noch einige Folgen. Also hier steht einiges neben mir und auch in meinem Kopf ist einiges drin, was ich noch machen möchte. Genau, und ja. Also den hier finde ich auf jeden Fall schöner. Der ist noch sanfter. Also noch sanfter. Man sieht es auch wirklich, ne? Der ist super, super sanft. Der ist vergleichbar mit dem Milk Chocolate Soleil. Also ich denke auch, dass ich diesen hier wohl behalten werde und diesen hier aussortieren werde, weil die sind beide, ne, jetzt keine Schlupperstürmer. Nun, dann kommen wir zum Blush. Da muss ich jetzt mal gucken, wie wir das am schlauesten machen. Ich habe einen matten, den klassischen Melba, das ist dieser hier, ne, den möchte ich auf jeden Fall auftragen und dann habe ich zwei Schimmerblushes. Ja, das sind beides diese Extra Dimension Blushes, genau. Einmal in der Farbe Look Don't Touch und Fairly Precious. Das sind diese beiden. Und Look Don't Touch ist in so einem krassen Rosé-Ton und Fairly Precious in einem Peach-Ton. Also so schauen die beiden aus. Ich denke, dass ich mir den Melba unten drunter gebe und die quasi als Topping verwende, weil die sind beide als Blush alleine ein bisschen zu wenig, finde ich persönlich. Ne? Okay, also weil die halt einfach auch sehr, sehr viel Schimmer mit drin haben, aber dennoch auf ihre Art und Weise schön sind. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit meinem Pinsel in den MAC Melba rein. Das ist eine wunderschöne Farbe und viele feiern den auch, weil der so natürlich auf den ersten Blick so aussieht. Wenn du den aber aufbaust, kannst du dir auch damit einen richtig derben Blush machen. Also das ist ein Blush. Ich glaube, viele werden den mögen. Auch von der Farbe her ist der sehr universell, auch wenn er jetzt im Pfändchen recht hell aussieht, ne? Und man sich denken würde, so huch, wie soll der denn jemandem passen, der vielleicht einen Medium Skin Tone hat? Es geht, ne? Also jetzt sieht man es auch relativ leicht, aber man sieht es schon, finde ich, ne? Nun, so, dann schauen wir mal, wie die beiden Extra Dimension Skin Finish Produkte sich so machen. Nämlich den hier für diese Seite. Der passt vom Ton her auch ein bisschen besser zu dem MAC Melba. Und ich meine, dass wir den auch mal irgendwo in der Box hatten. Ich versuche es jetzt erstmal mit dem fluffigen Pinsel aufzutragen. Ja, man sieht es direkt, ne? Also der macht, also das ist halt auch so ein Skin Enhancer. Der hat keinen
Glitzer mit drin, so, sondern diesen Glow. Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Ich würde den aber wirklich als Topper nur verwenden und nicht alleine auftragen, weil dafür, um dann halt einen Blush-Effekt mit diesem Extra Dimension Skin Finish hinzubekommen, müsstest du so viel Produkt auftragen, dass es zu viel aussieht, meiner Meinung nach, ne? Und so finde ich es schön. Also das mag ich gerne leiden. Und jetzt schauen wir mal, wie es auf der anderen Seite aussieht mit dem Lookdown Touch. Da wird es dann natürlich etwas kühler. Ja, aber trotzdem auch wieder sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Mag ich. Der kommt aus, glaube ich, irgendeiner Blooming Limited Edition von vor Jahren, ne? Ja, apropos Limited Edition, daher kommen auch die beiden Highlighter, die ich habe. Ihr findet die aber auch in dem Standardsortiment, nur halt nicht mit diesem Pressing. Ich habe hier den Double Gleam Extra Dimension Skin Finish und den Lunar Lights Extra Dimension Skin Finish. Ich meine, dass es die gleiche Farbe ist. Weiß ich nicht. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall beide auftragen. Nee, ich glaube, der hier ist ein ganz kleines bisschen dunkler. Naja, auf jeden Fall wunderschön. Immer so passend zum chinesischen Neujahr werden solche Sachen rausgebracht. Das heißt, jetzt im Dezember, Januar müsste dann auch die nächste Geschichte erscheinen, ne? Also falls ihr möchtet, könnt ihr da gerne mal dann Augen und Ohren offen halten. Ich glaube, ich nehme dafür einfach einen großen, fluffigen Blendepinsel. Den habe ich auch echt schon viel verwendet. Ein wunderschöner Highlighter, der auch so einen Hauch von gibt, ne? Aber sehr, sehr, sehr schön aussieht. Also das ist halt auch so die Sache, das kann MAC schon. Also diese Base-Produktgeschichten, ne? Bronzer nicht hundertprozentig, aber so Blushes und ja oft auch Highlighter, nicht alle, manche sind sehr, sehr glitzernd, aber der ist schon mal sehr gelungen. Und dann habe ich hier jetzt auch noch, ich glaube vom letzten oder vorletzten Jahr, Lunar Lights habe ich hier, wie oft kann man hier sagen, man weiß es nicht. Und auch den trage ich mir auf, dann auf diese Seite. Der hat ein bisschen weniger Glow als der hier, wobei, wenn ich hier das Licht etwas drehe, sieht man den auch ein bisschen mehr, ne? Schön ist der auch auf jeden Fall. Definitiv sehr, 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 sehr nice. Die Augenbrauen mache ich mir einfach mit den beiden Produkten, die ich aktuell so in Anwendung habe, weil ich habe mir von MAC jetzt nicht extra ein Augenbrauenprodukt gekauft. Dann würde ich sagen, widmen wir uns mal dieser wunderschönen Palette, die Snowbodies Business Eyeshadow Palette X12 oder mal 12. Die sieht von außen wunderschön aus, ne? Also das ist echt der Wahnsinn. Und natürlich ist es eine kühle Palette, weil das kommt jetzt natürlich so ein bisschen oft jetzt auch gerade raus, ne? Also gefühlt jeder bringt so eine blaue, cool-toned Palette auf den Markt. Nun, schauen wir mal, was wir damit zaubern können. Bin ich symmetrisch? Ich weiß nicht. Es wird auf jeden Fall ein Klebestreifen-Look. Und ja, mal gucken. Allerhand Schimmertöne, sehr, sehr wenige matte, helle Töne. Das wird ein bisschen schwierig werden. Aber mal gucken. Vielleicht mache ich so eine so eine Art Smoky Eye. Mal gucken, mal gucken. Ich starte tatsächlich auch mit dem Schwarz. Also das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das hinhaut. Und setze mir das wie so ein Eyeliner erstmal hin. Also es ist nicht so super tief schwarz. Und dafür muss man das schon aufbauen, ne? Ich finde, das sieht relativ fleckig aus. Es wird auf jeden Fall einen dramatischen Wing offensichtlich geben. Ich nehme jetzt tatsächlich auch den gleichen Pinsel wie gerade hier. Habe den ein bisschen sauber gemacht und gehe mal in diesen gräulichen Anthrazit, Dunkelanthrazit-Ton rein. Wobei der auch ein ganz kleines bisschen was von Braun mit dabei hat. Und den setze ich mir einfach da so dran und blende das Ganze noch etwas mehr in mein Auge so rein, damit dass der Übergang etwas diffuser wird. Na, der Pinsel eignet sich nicht ganz so gut dafür. Vielleicht einfach mal diesen hier, der ist etwas fluffiger, aber halt auch so ein abgeflachter. Das funktioniert schon besser, ne? Den blende ich mir dann auch ganz leicht hier so in die Lidfalte. Ich möchte es aber nicht zu doll werden lassen. Also schon, es soll schon ein bisschen smoky werden, aber nicht zu viel. Hey! Na, jetzt zwei Hübschen. Die Mama malt sich an. Also wenn ich das hier auftrage, wird es auch ganz schön fleckig. Das ist nicht leicht. Also Lidschatten kann MAC leider nicht so gut wie andere Produkte, die die so im Sortiment haben, ne? Jetzt mit einem komplett sauberen Blendepinsel nochmal so an den Kanten entlang, damit es nicht ganz so fleckig aussieht. Aber ihr seht es ja hier auch, ne? Es ist gar nicht so easy peasy lemon squeezy. Ich trage mir diesen gräulichen Braunton, wie auch immer, auch am unteren Wimpernkranz auf. So, dann kann ich jetzt schon mal die Klebestreifen entfernen. Oh, au, au, au. So,
ne? Dann hat man hier auf jeden Fall diesen krassen Cut, was eigentlich ganz gut aussieht, finde ich, ne? Also, ja, dafür ist das auf jeden Fall eine feine Kiste. Das kann man noch ein bisschen verbinden, wenn man mag. Aber eigentlich finde ich diesen Cut ganz cool und werde ich hier auch noch ein bisschen, da bin ich ein bisschen zu tief gegangen mit dem Blenden, was runternehmen. Aber diese Klebestreifen von Maybelline kann ich euch wirklich empfehlen. Ich weiß nicht, ob es die im Standardsortiment gibt. Die waren auf jeden Fall im Adventskalender und da fand ich die wirklich krass. Die sind sehr, sehr gut. Also ich darf meine Augenbrauen nicht allzu sehr hochziehen, weil da sieht man dann, wie das hier oben so aussieht. Vielleicht kann ich da nochmal verblenden mit dem Puder. Ja, es ist jetzt so ein bisschen, ich versuche was zu retten, aber wenn da gleich der Schimmer drauf kommt und Mascara und so, ist dann eh nochmal alles ein bisschen anders. Aber also so cool fand ich das jetzt nicht mit dieser Palette, diese Geschichte zu machen, muss ich ehrlich leider zugeben. Ja, das hilft jetzt nämlich schon mal so ein bisschen mehr, ne, dass man da einfach noch etwas mehr aufgeräumt hat. Nun, jetzt kommt auf jeden Fall etwas Glitterglue auf mein Augenlid. Genau, von NYX habe ich den, ne? Den gibt es auch bei Look Fantastic und der ist wundervoll, muss ich mir jetzt auch bald nachbestellen, weil meiner ist schon uppe. Da ist jetzt nur noch so ein ganz kleiner Rest vom Schützenfest drin, aber den werde ich jetzt grabben und verwenden. Den Schimmer braucht dieser Look jetzt definitiv. Was halt sehr interessant ist, bei dieser Palette hast du wenig dunkle Schimmertöne. Also das Schimmernde ist sehr hell, das Matte ist sehr, sehr dunkel. Mal gucken. Das heißt, hier ganz außen gebe ich mir dann einfach mal was von diesem dunkelblauen Schimmer auf. Ich glaube, dass das dann vielleicht harmonisch sein könnte. Weil das ist ja auch kein reines Schwarz, was ich drauf habe, sondern eher ein bläuliches Schwarz. Also, ja, sehr staubige, nicht cremige, ja, Schimmertöne. Also das macht mich jetzt gerade leider ein bisschen nicht ganz so positiv, ne? Ja. Vor allem, wenn ich jetzt kein Glitterglue drunter gegeben hätte, du würdest den Ton einfach gar nicht sehen. Das darf bei der Preisgeschichte eigentlich nicht sein. Okay, daneben gebe ich mir dann diesen hellblau Schimmerton, ne? Den möchte ich dann quasi auf den Hauptteil meines Lides geben. Der ist auch nicht so super krass pigmentiert. Aber mit Glitterglue rettet man immer sehr viel. Sieht nicht verkehrt aus, aber sieht nicht danach aus, als hätte ich das mit einer High-End-Palette geschminkt, ne? Diesen ganz hellen Ton gebe ich mir dann in meinen Innenwinkel rein. Und ich finde die Palette wirklich nur okay. Ne? Ne. Ne? Ne. Nee, also wenn ich dann eine blaue Palette mir jetzt aktuell holen wollen würde, würde ich eher zu der neuen Lethal Palette greifen oder zu der neuen Luna Beauty oder zu der bei Beauty Bay Palette. Das hier ist nicht High-End. Nein. Frohen Mutes ziehe ich mir einen Eyeliner. Da habe ich jetzt aber einen anderen aktuellen Anwendung. Ich habe, glaube ich, gar keinen von dem MAC selber. Setten wir die ganze Geschichte. Da habe ich das Fix Plus Pink Light. Das ist dieses hier. Und das gibt es ja in verschiedenen Richtungen. Ein ganz tolles Setting Spray. Also das kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Das macht, dass alles miteinander verschmilzt. Und hier habe ich ja als Add-on noch mit dabei, dass ich diesen krassen Glow bekomme. Die Wimpern werden wie immer ein bisschen gebogen. Und habe jetzt zwei verschiedene Mascaras, die wir gegebenenfalls auftragen können. Also eine, die ich euch mega empfehlen kann. Einer meiner absoluten Favoriten dieses Jahr ist die MAC Stack Mascara. Die wird vielleicht auch gleich noch einspringen müssen zum Retten, ich weiß es nicht. Das ist so ein geiles Produkt, wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber ich habe hier noch zwei andere, die ich gerne mit euch zusammen auftragen möchte. Zum einen hatte ich auch irgendwie letztens in der Box oder in einem Adventskalender die Magic Extension Mascara. Und dann habe ich auch noch hier die, das müsste 3D, nein, In Extreme Dimension 3D Black sein. Das sind diese beiden, die jetzt heute auf meinen Wimpern landen werden. Ah, das ist interessant. Okay, also habe ich jetzt einmal ein Faserbürstchen und ein Gummibürstchen. Ich glaube, die 3D Dimension Mascara kennen wir schon ganz gut, ne? Die gibt es ja auch in verschiedenen alternativen Möglichkeiten. Und hier habe ich ein tannenbaumförmiges Bürstchen bei der In Extreme Dimension Mascara, was aber ein Faserbürstchen ist. Interessant. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Beide sind nicht so geil wie die MAC Stack und beide haben auch so ihre Tücken. Bei der extra mega krass Schlag mich tot Mascara, diese Extreme Geschichte, finde ich sogar, dass die Wimpern sehr, sehr
wie soll ich das sagen, verklebt aussehen. Sehr, sehr krass. Also das sieht fast schon nicht gut aus, ne? Und die 3D Dimension, die finde ich sehr, sehr schön. Die mag ich gerne leiden. Aber die Max Deck Mascara ist natürlich noch krasser. Und ich gebe mir jetzt auch, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich hier zum Beispiel nochmal durchbürsten müsste und hier nochmal ein bisschen mehr drauf geben müsste, eben wegen dem extremen Augenlook, noch eine Schicht von der Max Deck auf beide Seiten drauf. Ja, die hat jetzt auf dem Auge richtig viel Schönes gemacht. Hier hat die auch noch ein bisschen gerettet. Aber ich glaube, solo aufgetragen wäre die natürlich optimal gewesen. Es gibt halt Gründe, weswegen die Max Deck Mascara in sehr vielen Adventskalendern dieses Jahr drin war, weil die wirklich, wirklich empfehlenswert ist. Aber 30 Euro für eine Mascara sind 30 Euro für eine Mascara. So, dann widmen wir uns mal dem Herzstück von dem Ganzen, was MAC eigentlich so ausmacht. Das sind ja die Lippenprodukte, ne? Ich habe hier als erstes einen Lip Liner. Boldy Bear ist hier die Farbbezeichnung. Das ist halt einfach so ein My Lips But Better Nude Ton. Und der passt halt zu super vielen anderen Farben. Meine Haare sehen wild aus, die machen wir gleich aber auf. Deswegen verwende ich jetzt, mal gucken, welche Farbe. Ich hatte hier in den Adventskalendern zwei ganz fancy Töne drin, die halt auch so ein bisschen jellymäßig sind. Ich glaube, der hier ist zu dunkel oder zu lila. Der könnte eigentlich ganz gut passen, weil der auch so ein bisschen kühl ist. Die riechen unglaublich süß. Also ihr solltet, habe ich letztens bei Chiquita's Place bei Nicole gesehen, ne? Riecht mal an euren Lippenprodukten, ob die noch gut sind. Ich hätte alternativ hier auch noch den Velvet Teddy in einer matten Version, aber ich glaube, ich habe Bock auf den hier. Das kommt jetzt mal ganz gut. Wie heißt du überhaupt? 520 C Sheer Lustrous Glass Lipstick. Hallöchen, Popöchen. Ich glaube, der könnte sogar fast ein bisschen zu krass sein für den Augenlook, weil eigentlich bräuchte ich jetzt ja etwas Zurückhaltenderes, oder? Schöne Farbe auf jeden Fall, aber ich glaube zum Augenlook, wie gesagt, ein bisschen zu viel. Ja, der Klassiker Velvet Teddy passt da ein bisschen besser zu. Auch wenn der nicht so hundertprozentig zum Lipliner passt, aber doch einigermaßen. Ja, und wenn man jetzt sagt, Mensch, ich möchte es aber ein bisschen mehr glossy haben, der kann sich zum Beispiel hier den Lipgloss in der Farbe Bo nehmen. Auch der war irgendwie im Adventskalender oder so mit drin. Der hat auch so Sparkles, was natürlich jetzt sehr, sehr schön in die Weihnachtszeit passt. Oder Silvester. Der hätte auch noch eine eigene Farbe mit dabei, aber ich glaube, so ist das ganz gut. Nur, yo. Mag ich. Okay, also das ist jetzt einfach der fertige Look mit MAC-Produkten. Mein Full-Face-MAC ist, glaube ich, aufgrund des Augenlooks nicht so nice geworden, wie er hätte sein können. Dennoch finde ich, dass er zu dem Gesamtkonzept passt, dass es auch so ein schöner Silvester-Look ist oder ein schöner Festtags-Look, je nachdem, wie man es so haben möchte. Ja, wie gesagt, also wäre der Look etwas edler geworden oder etwas... Hätte der sich schöner verblenden lassen, würde das jetzt, glaube ich, sehr, sehr wuh und richtig geil aussehen. Weil die Base sieht gut aus, ne? Also das mag ich wirklich gerne leiden. Ich habe ein bisschen durch dieses Smoky Eye-Gedönsen Fallout bekommen, sodass meine untere Augenpartie etwas dunkler aussieht, als sie es eigentlich sollte. Ansonsten finde ich das Blush, Bronzer, Highlighter, Puder, Foundation, vor allem Concealer auf dieser Seite sehr, sehr edel und sehr, sehr schön aussehen. Also das lohnt sich schon. Die Lidschattenpalette, wie gesagt, lassen wir einfach mal bleiben. Lippen liebe ich, finde ich großartig. Kannst du zu allen Looks tragen. Looks, die extravagant sind, so wie dieser hier. Oder dezente, zurückhaltende Looks. Ne? Dazu ist so eine Lippe eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Die Mascaras, also die hier feiere ich gar nicht, muss ich sagen. Die Magic Extension Mascara, die krümelt mir einfach zu viel auf den Augen, obwohl sie ganz frisch aufgemacht ist. Die 3D Dimension Mascara finde ich klasse. Die werde ich auch behalten. Die hatte ich auch schon offen, also die ist schon länger in Benutzung, sage ich jetzt mal bei mir. Und was natürlich die Top-Mascara meiner Meinung nach bei MAC ist, ist diese hier. Das ist die MAC Deck Mascara, die dieses oder letztes Jahr rausgekommen ist. Letztes Jahr, glaube ich, Ende letzten Jahres. Und die, also wenn ihr die im Adventskalender habt oder wenn ihr euch die irgendwie vergünstigt holen könnt, kann ich euch die mega ans Herz legen, weil die richtig gut ist. Lasst euch da nicht vom Bürstchen abschrecken, ne? Wie findet ihr den Look? Wie findet ihr überhaupt MAC? Wie hat sich MAC eurer Meinung nach entwickelt? Und was würdet ihr euch von MAC wünschen? Und was würdet ihr euch von mir wünschen? Welche Marke ich demnächst nochmal testen soll? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, da können wir dann gerne mal schauen, was sich da so entwickelt. Und ja, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.